Und dann denke ich, ja, schieße ich einfach mal drauf, habe mich auf meinen linken Huf verlassen. Flotti spielt einen guten Ball hinter die Kette. Wir haben vor dem Spiel das angesprochen, dass wir das auch als Mittel wählen wollen. Ja, und dann denke ich, ja, schieße ich einfach mal drauf. Habe mich auf meinen linken Huf verlassen und der ist ganz gut reingekommen. Ja. Elfmeter und der Schiedsrichter geht auf seine Position, wo er ja steht, wenn Elfmeter freigegeben ist. Und ich bin halt fokussiert auf den Ball und höre was vom Publikum wahrscheinlich und ja, schießt dann rein. Und dann ja, hat jeder gesehen, wurde zurückgenommen. Ist wie es ist, war jetzt nicht Gott sei Dank entscheidend, deshalb ist was zum Schmunzeln wahrscheinlich. Das heißt, er hatte noch nicht angepfiffen, der Schiedsrichter? Ja, so war es wohl, dass er nicht gepfiffen hat, dass das wohl vom Zuschauer irgendwo kam. Wenn du im Tunnel bist und es sind, keine Ahnung, 50.000 im Stadion, dann gibt es halt Geräusche und habe was wahrgenommen, deshalb habe ich dann einfach mal reingemacht. Karim weiß es, glaube ich, auch, dass er da vielleicht nicht ihn faulen darf mit einer gelb vorbelasteten Karte. Deswegen. So Sachen passieren trotzdem im Fußball. Ich finde, er hat eine gute erste Halbzeit gespielt für uns. Ist eh gut drauf gerade. Deswegen war es nochmal ärgerlicher, weil sich dann eigentlich bei einem 2-1 auch Räume ergeben und wir seine Schnelligkeit hätten nutzen können. Marcel, Atletico noch in den Knochen und jetzt so ein Abwehrschlag, wie fühlst du dich gerade? Ja, müde auf jeden Fall, war auch warm heute, deshalb ja, geht es schon ordentlich rein, aber wir haben gekämpft, wir haben gefightet, wir wollten unbedingt den Sieg, weil wir wussten, wie wichtig gerade Siege sind und deshalb sehr zufrieden heute. Ja. Ich glaube, dass wir mit viel Kontrolle ins Spiel kamen eigentlich, haben den Ball gut laufen lassen, haben jetzt nicht immer direkt den ersten Ball nach vorne gesucht, aber man hat gemerkt, dass die Gladbacher abwartend spielen. Und ja, dann haben wir, glaube ich, in der 20. Minute oder 15. Minute angefangen, guten Fußball zu spielen und schneller nach vorne zu spielen und sind dann auch verdient in Führung gegangen. Wir haben in der ersten Halbzeit keinen einzigen Torschuss, glaube ich, zugelassen, außer einen Weitschuss und pennen dann halt wieder bei der Ecke, obwohl wir wussten, dass Gladbach ja die beste Standardmannschaft der Liga ist. Und klar, mit den Informationen vom Spiel, dass Dortmund die letzten 3 Jahre hier kein Spiel gewinnen konnte, wollten wir das natürlich uns heute beweisen und waren alle heiß. Und genauso wie, glaube ich, die Bedingung. Ich glaube, alle auf dem Platz haben sich gegenseitig gesagt, wie heiß ist es eigentlich. Und ja, deswegen sind wir trotzdem sehr, sehr froh, dass wir dann dazu noch in Unterzahl zwar kämpfen mussten, suboptimal vielleicht für den Dienstag, aber ich glaube, da schaffen wir jetzt in den 2-3 Tagen die Körner dann wieder hochzufahren. Und sind sehr, sehr happy, dass wir die 3 Punkte mitnehmen. Ja, ich fand, in der ersten Halbzeit haben wir es ganz ordentlich gemacht.
Ja, in der zweiten Halbzeit hat uns die Rote ein bisschen das Spiel kaputt gemacht, muss man ehrlich zugestehen. Und ich fand, am Ende haben wir uns nochmal gut reingeschmissen, aber wir müssen das Spiel schon vorher beenden. Aber mit einem Mann weniger da hier in diesem Stadion eine 2-1-Führung zu verteidigen, das spricht, glaube ich, auch wieder für sich, für eine Weiterentwicklung, für eine gewisse Erwachsenheit, die wir heute dann in den Tag gelegt haben, auch wenn nicht alles gut war. Aber hier, wie gesagt, die letzten 3 Jahre nicht gewinnen können, mit dann noch eine halbe Stunde Unterzahl, da können wir stolz sein.